Hello and welcome to MEDICA 2022. A year has passed and a lot has happened at CUREosity. Soon we will publish CUREO 3, and until then we want to show you some impressions of our booth at MEDICA. And we really want to thank all the visitors that came by, and we also want to invite you to visit us at our next upcoming events. Sehen, dass wir sehr viele verschiedene Persönlichkeiten haben. Wir haben einerseits sehr viele internationale Distributoren, wir haben Auszubildende aus Physiotherapieumfeld. Also es ist wirklich sehr, sehr divers und es bleibt immer spannend. Wir können das Ganze hier am Stand einfach mal testen und toll ist jedes Mal wirklich zu sehen, dass die Stimmung, die Euphorie und die ersten Reaktionen auf CUREO, egal aus welchem Umfeld, egal aus welcher Internationalität, sehr gut ankommen. Und alle sehr zufrieden aus der Therapie aussteigen. Ich fand es total spannend, was mit VR alles möglich ist und vor allem, wie man ganz verschiedene Stadien auch der Reha dort auffangen kann. Also egal, wie agil man schon ist, man kann auch einfach nur relaxen, man kann aber auch mit den Händen oder mit Controllern arbeiten und ich fand das wirklich spannend, das selbst mal auszuprobieren. Ich habe mich ja vorher schon ein bisschen damit beschäftigt, mit der Thematik auch. Und jetzt halt durch das Erleben, muss ich sagen, kann ich mir das extrem gut vorstellen, wie hilfreich halt das für die Patienten ist. Also ich finde das eine ganz innovative Therapieform, von der ich glaube, dass sie auch mega effektiv sein wird. It's amazing. I've tried several similar systems from different companies. But this one is unique. Ja, ich fand's super auf jeden Fall. Es macht Spaß und ich glaube, für jemanden, der so Ergotherapie machen muss und es ja ein bisschen langweilig ist, wenn man immer nur so die Übung macht, man hat gleich so ein Erfolgserlebnis dabei, wenn man Sachen fängt. Das mit dem Schmetterling fand ich sehr cool, dass er so auf den Finger gelandet ist. Man konnte ihn richtig nah halten. Das war sehr schön.